Hallo meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dev Pro. Ich bin heute mal alleine ohne den Eltern. Ja, und dann schauen wir mal. Scheint das Spiel gerade zu hängen. Ja, da ist natürlich erstmal eine Handkarte, die ich nicht haben will. Ihr seht schon, ich spiele Harpyien. Ich spiele das Deck jetzt zum zweiten Mal. Ich habe eine besondere Karte reingepackt, nämlich den seuchenverbreitenden Zombie. Weil irgendwie mit ein paar Karten kann ich was auf den Friedhof legen. Da passt das relativ gut. Mal. Mitte. Jawohl. Boah, das ist jetzt mies natürlich. Mache ich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Raigeki wegwerfen soll, aber Raigeki ist so eine starke Karte, da ich das lieber lasse. Was mein Gegner spielt, weiß ich ja jetzt mit seinem Getriebria. Seitdem Getriebria Getriebe wieder auf 3 ist, weiß ich nicht, ob die jetzt unbedingt spielbarer geworden sind dadurch. Könnte gleich mit der hysterischen Party meine Harpie. Schwer. Am liebsten würde ich natürlich gleich einen Blitz-Chidori machen, um ihm seine zwei Karten ins Deck zurückzumischen. Ich ging doch mit gesetteten, ne? Oh, ne, eine offene, okay. So. Versuche eigentlich so wenig Damage wie möglich zu fressen und spiele eher reaktiv. Ah, jetzt habe ich schon gezeigt, Synchros. Die drei. Was Besseres habe ich nicht gefunden auf Anhieb. Okay, jetzt kommt, denke ich. Was kommt denn jetzt? Er nimmt. Lol. Entschuldigung. Ich glaube, mein Hals ist leicht zu, da muss ich was trinken. So. Den Chant er mir. Interessant. Dann mache ich daraus aber einfach ein. Ein Chidori, dann mixe ich ihm alles weg. Das wäre natürlich stark. Aber ich mache lieber ein Zero File. Hier noch, da ist noch ein kleiner Beatstick dabei. Sollte ich theoretisch den Effekt von Harpest kriegen, oder? Jawohl. Das ist gut. Dann hole ich mir nämlich meine Kanalisiererin.
Das Spiel, das deckt ziemlich scheiße. Bislang. Sehr viele Fallen. Das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ich hätte doch zurückmischen sollen, lieber. Schauen wir mal. Den regecke ich ihn. Schon mal Minus. Oder was heißt Minus? So. Weiß ich, gibt es was Besonderes in dem Deck hier, außer der seuchenverbreitende Zombie? Was ich euch noch erzählen könnte. Also wenn ihr ein Deckprofil haben wollt, sagt Bescheid. Oder auch zu irgendwelchen anderen Decks, die wir spielen. Okay. Zum besten Zeichen der Hist. Ach ne, das ist keine Harping-Karte. Zack. Ein bisschen Deck ausdünnen. Nee, noch mehr Lifetime schenke ich ihm aber nicht. Tut mir zwar leid, aber. Dann special ich dafür. Moment, ich muss mich mal kurz muten. Meine Eltern kommen. So, wir sind wieder, ich bin wieder da, sorry. Den Harpist natürlich. Mit Tech Mode. Und schauen wir mal, was wir daraus machen. Nein, ich möchte nicht Torrential aktivieren, auf meine eigenen Viecher. So, jetzt könnte ich ein Shidori. Ein Daigusto wäre auch gut, glaube ich, oder? 3. Gehe ich nochmal plus 1. Ich denke, ich mache mir nach dieser Battle Phase den Daigusto. Vor mir plus 1. Ach, das hilft mir gar nicht. Egal, wir greifen mal an. Ich denke, da liegt eine Abwehr. Jawohl. Jetzt kriegt er, glaube ich, den Search. Holt ich ein Auto. Dann geht er gleich für ganz viel Exit Power. Aber bevor er das macht, möchte ich gerne nochmal recyceln. Heißt, ich recycle mit einem Daigusto. Ne, warte mal. Sorry. Ich mach das doch noch ein bisschen anders. Und zwar mache ich einen Blitzschidori. Das ist die Idee. Recyceln kann ich auch später noch. Aber der Blitzschidori, mische ich ihm das zurück ins Deck. Leg ihm das aufs Deck, dann weiß ich, was er zieht. Ich könnte jetzt natürlich, aber ich denke, es geht euch langsam auch auf die Nerven, nochmal an morgen erinnern. Also morgen ist hier unser Gast-Upload auf Rene Bryans Kanal. Was da geuploadet wird, weiß ich gar nicht, ob wir euch das schon erzählt haben. Wir werden das auf jeden Fall nicht tun. Ich könnte das an meinen Shidori hängen. Oder ich recycle jetzt. Oder ich mische zurück. Ich glaube, ich hänge es an meinen Shidori, um daraus einen kleinen Beatstick zu machen.
kann ich auch die Effekt einen nach dem anderen aktivieren. Das wäre natürlich optimal. Die Dancerin weg. Wann ich ihm dann Arsenal. Das ist ja praktisch. Das wusste ich gar nicht. Wieder was gelernt. Und der weg. Und jetzt kann ich den aktivieren und den damit ausrüsten. Dann wird das zu einem 3-1er. Das ist beachtlich. Kriegt seinen Search. Mit noch einem Auto, denke ich. Das könnte jetzt ziemlich mies werden. Ich bin handtot. Ich hoffe, er wird jetzt schön viel specialen, da ich ihm das alles torrentialen kann gleich einfach. Also er settet immer zuerst, das ist natürlich ein Fehler. Weil ich könnte hier jetzt ein MST einfach chainen und seine zettete Karte zerstören. Man settet immer ein Mainfest 2. Nochmal was trinken, sorry. Okay, MK2. Wir warten erstmal, was er für Plays macht jetzt. War klar, dass jetzt ein Auto kommt, dann kommt jetzt das andere Auto. Ich hoffe, er kommt einfach. Okay. Aktivieren wir den Shidori noch ein letztes Mal. Holen uns jetzt Charge mit der Harpistin. Und mischen ihm sein Auto aufs Steck. Und wir dann für den 2-1er Damage gehen können, wenn er. Nix chain, das ist natürlich optimal. Und dann Endphase. Harpist Effekt. Ja. Also das Deck lässt sich relativ einfach spielen, wie ihr mittlerweile merken solltet. Hole ich mir eine Channel hier. Mit relativ meine ich ziemlich einfach. Effekte sind alle simpel zu verstehen und es kostet nicht viel. Ich überlege es mir in Real Life zu machen, das ist zwar jetzt nicht das Spielstärkste. Das sind meine Helden vielleicht sogar noch fast stärker, aber nur fast. Nö. Wir gucken mal, was er macht. Wir warten mal. Hier soll man seinen Plays machen. Shidori ist nur noch ein 3-1er Beatstick, mehr bringt er ja nicht mehr. Ragnar 0. Na, mein Freund. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann TT ich einfach alles. Telefon Card Draw. Ziehe eine Karte, ja, okay. Card Draw will er natürlich haben. So, dann schauen wir mal. Jetzt gehe ich, denke ich, für den Recycle. Oh, noch eine Channel hier. Wir beschwören die. Aktivieren die auch direkt. Jetzt haben wir mal gemissplayt. Ich hätte mir erst meinen Jagdgründe holen können und seine Backrow schießen. Aber das ist mir egal. Ich werfe Queen weg. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Da war meine Schwester gerade.
Hab hier ein Lady. Zack. Und dann specialen wir uns jetzt ein Daigusto für die beiden. Zack. Chainen wir auch direkt. So. Und zwar hängen wir ein Chandelier ab und recyceln uns den Drachen, den Shidori und eine Kanalisatorin oder wie auch immer die heißt. Kanalisiererin. Ja, ihr merkt, ich spiele Raigeki und Darkhold. Falls mal keine Monster kommen, damit ich im Gegner auf jeden Fall das Feld irgendwie wegsprenge. Gerade läuft relativ gut. Auto. Er spielt eine Land. Das ist so unnötig. Ja, was heißt unnötig? Ich will ihn wahrscheinlich clearen, damit ich ihn noch mehr recycle. Je nachdem, was wir jetzt ziehen. Warten wir erstmal damit, weil eigentlich will ich noch eine AP ziehen, um dann mal für meinen Drachen zu gehen und mir einen Draco Sack zu holen. Ich gehe natürlich auch so. Damit legen wir ein Harpist weg. Beenden. Und wir jetzt mit dem Effekt vom Harpist suchen können. Ich kann auch gleich einfach im Notfall noch die Decklist schnell reinwerfen einmal. Dann, und wenn ihr dann nochmal eine explizite Erklärung haben wollt in einem Death Profile, schreibt ihr das einfach in die Kommentare. Dim 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 dim. Ich wünschte, es gäbe noch den Exiton Knight. Das wäre jetzt so eine Pluskarte für mich. Schauen wir mal, was wir ziehen. Hoffnung, dass er die schießt. Das wäre jetzt ziemlich, 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 ziemlich geil. Ich muss noch mal was trinken. So viel Backroll. Das nervt. Wir bleiben. Wenn ich Glück habe, noch 3 Züge, um jetzt was zu machen. Schauen wir mal.
Hammer. Wer hat kein Monster gezogen, was meins töten kann? Das wäre ungünstig. Ist einfach der Hammer. Viel Glück man haben muss für sowas. Ich bin ja kein Egotisten, fällt mir da gerade ein. Ja, ich hoffe, ich hat euch gefallen. Das war's. Das war ein Riesenfail von mir, weil ich gar keinen Egotisten in meinem Deck habe. Den muss ich gleich noch reintun. Ja, okay, er hat dann noch eine Mirror Force. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.